Vertrau mir. Ja, ich weiß, dass ich dich total betrogen habe, aber ich mache das nicht wieder. Wirklich, ehrlich. Ab heute, nach all dem, was passiert ist, kannst du mir wirklich vertrauen. Ja, ich weiß, dass ich deinen Autoschlüssel vom Nachttisch genommen und dein Auto zusammen mit Fred gegen einen Baum gesetzt habe. Und dass dein Konto jetzt leer ist, tut mir einfach leid. Ich hatte aber all diese Schulden, weil Fred einfach so teuer ist. Aber der Sex mit dir war einfach so öde in den letzten Jahren. Und Fred war irgendwie, ich weiß nicht, so anders, so kraftvoll irgendwie. Und der hatte auch so viel Zeit. Und wenn der keine Zeit hatte, dann war da noch Albert oder Dominique oder Francesco. Und die waren alle so teuer. Und die wollten alle Autos haben. Dann habe ich denen halt deins gegeben. Also deine drei der vier. Also eins ist noch da. War da. Das habe ich dann eben heute auf dem Weg hierher irgendwo vergessen oder verkauft. Ich weiß nicht mehr. Oder einfach stehen gelassen, weil Stau war. Aber das ändert sich. Ehrlich. Vertrau mir. Ab morgen früh, oder sagen wir mal spätestens übermorgen Mittag, wird das alles anders. Ich werde mich jetzt etwas mehr beschränken und mehr Acht geben darauf, dass so etwas einfach nicht mehr passiert. Also ehrlich, ja, ich weiß, ich hätte nicht mit deinem Bruder schlafen sollen. Aber das mache ich auch alles nicht mehr. Nein, auch nicht mit deinem Vater. Und dass du dir jetzt auch diesen Tripper zugezogen hast und dein Computer irgendwie, naja, wie soll ich sagen, weg ist, tut mir echt leid. Aber ab morgen Mittag, oder sagen wir mal spätestens übermorgen Abend, passiert das alles nicht mehr. Ich habe mich geändert. Ehrlich, ich habe mich echt geändert. Also, ich will es zumindest. Ich will es ganz fest, Schatz. Kannst du mir Geld leihen? Na ja, so 4 Milliarden oder so. Ich gebe dir das auch wieder, aber sonst kann ich echt nicht leben. Ich schmeiß das auch wirklich nicht wieder besoffen ins Klo und drück die Spülung wie bei den letzten 5 Millionen. Ich habe mich geändert, ehrlich. Ich habe nachgedacht und ich finde, ich habe mich da echt nicht gut verhalten. Und es tut mir leid. Also ich fahre jetzt noch mal ganz kurz weg für 3 Wochen mit Tim und Michael. Aber dann also, hatte ich ja gesagt, Montagnachmittag in 3 Wochen, da bin ich dann echt ein anderer Mensch. Und alles ist anders und ich werde einfach besser auf uns beide aufpassen. Mensch, ich will ja auch, dass es dir gut mit mir geht, dass du glücklich bist und Vertrauen hast. Du sollst mir wieder vertrauen können, ist mir wichtig. Weil ohne Vertrauen, ja, ohne Vertrauen kann man einfach nicht leben, okay? Also, bis dann. Ich rufe dich an. Ach so, ja, kann ich dein Handy haben? Ich meine, meins habe ich irgendwo verschenkt oder so. Auf jeden Fall kann ich dein Handy haben. Ich meine, sonst kann ich dich ja gar nicht anrufen und das wäre doof. Weil wir beide, du und ich, wir gehören einfach zusammen, Carsten, Klaus, Knut, Michael, Rüdiger, Karl, Otto oder Michael. Wie war noch gleich der Name? Habe ich jetzt auch einfach zwischendurch vergessen. Sorry. Kommt nicht wieder vor. Oh, hoch. Jetzt habe ich Scheiße, Mist. Jetzt habe ich die 4 Milliarden aus Versehen in die Jeans gepackt. Scheiße, ach Mist, in der Waschmaschine ist. Und oh je, na ja, also sorry. Kannst du mir noch mal kurz aushelfen? Ich meine, jetzt sonst muss ich Johannes und Max jetzt schon wieder absagen. Es wäre ja auch blöd irgendwie. Ich meine, nur so 5, 6 Milliarden. Also das müsste reichen. Ja, ja, damit komme ich dann durch die nächsten Wochen. Danke, du bist echt ein Engel. Ich werde das auch nicht wieder aus Versehen im Taxi liegen lassen oder schon wieder aus Versehen in die Müllverbrennungsanlage kippen. Also, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich dachte, es sei der Biomüll. Aber war es dann wohl irgendwie doch nicht. Sorry, kommt nicht wieder vor, ja? Also, tschüss, tschüss. Kuss. Was wollte ich? Ach so, ja. Vergiss mich nicht. Ja, ich liebe dich. Ach, und eine Sache noch, tut mir jetzt, oh Gott, auch leid irgendwie, aber wunder dich nicht, falls es hier morgen klingelt oder übermorgen. Also vielleicht kommen die auch erst übermorgen. Aber die Wohnung, ich habe die Wohnung verkauft an 7 unterschiedliche Käufer. Und die haben jetzt schon den Vorschuss in bar bezahlt. Mit dem Geld fahre ich jetzt mit Michael oder Matthias oder beiden weg in Urlaub. Ich muss einfach mal raus.
alles so anstrengend hier. Ich brauche mal Ruhe, dann geht's mir auch besser und dann kann ich mich auch wieder mehr auf uns beide. Dann bin ich nie mehr so gereizt. Dann läuft's auch mal wieder mit uns. Also einfach mal ein bisschen ausspannen, zur Ruhe kommen. Kann ich mich auch wieder mehr auf uns beide konzentrieren. Also hinterlass mir irgendwo deine neue Adresse und dann, wenn ich zurück bin, also wenn ich zurück bin, ne? Dann wird alles so, wie es mal war. Oder eben nicht so, sondern alles wird so, wie es noch nie war zwischen uns. Nämlich schön. Also, bis dann, mein Schatz. Hab dich lieb. Ach übrigens, wenn du aus dem Haus gehen solltest, ne? Wunder dich nicht. Ich hab die Straßenbahn und das Krankenhaus und die Wasserwerke bei so einem sehr raffinierten Cross-Border-Leasing-Geschäft. Oder wie das heißt, über Polen und die Ukraine nach Shanghai verliehen. Und wenn du mit der Bahn fahren willst, dann musst du die erst zurückkaufen und dir dann ein Ticket lösen. Hoffe, das ist okay. Dein Bankberater, der kann dir das alles erklären. Ich meine, falls es noch da ist, beziehungsweise sie, die Bank, weil die hängt ja mit drin. Und wenn das crasht, dann ist sie ja auch weg. Ich meine, die Stadt, in der du lebst. Und dann wäre es gut, wenn dir das so vorkommt, als ob alle um dich herum nur noch Chinesisch sprechen, dann kann das eventuell daran liegen, dass sie das tun. Also, dass sie das wirklich tun. Also, dass sie wirklich alle Chinesisch sprechen, weil die das hier alles übernommen haben. Also, dieses Abwracklager hier. Oh Gott, scheiße. Mist. Dafür ist gut. Wenn du das schnell lernen könntest. Oh Gott, scheiße, Mist. Oh Gott. Da fällt mir gerade ein. Scheiße, Mist. Da fällt mir gerade ein. Die hatten ja vor, jetzt hier diesen Staudamm zu bauen. Morgen oder so. Nee, heute. Ach ja, richtig, jetzt gleich. In 2 Minuten oder in einer oder so wird das hier alles gesprengt oder weggeschwemmt. Ich meine, die brauchen Energie. Die brauchen einfach mehr Energie. Oh Gott. Da solltest du ganz schnell noch versuchen, wegzukommen. Fragt sie nur, wohin? Ja, tja, wer weiß. Keine Ahnung. Und womit? Denk dir was aus, Schatz. Also gut dann. Ciao, ciao. Man sieht sich. Fragt sie nur, wo und in welchem Zustand. Also ich geh da mal, ne? Ich bin da mal. Tschüss, tschüss, bäh!